Heute gibt's eine Prüfung! Yay, ich liebe Prüfung. Von welcher Karten dürfen nicht zwei oder mehr auf dem Feld sein? Was? Ja, aber keine aktiven Feldzauber. Und zerstört den anderen Feldzauber, hä? Das war keine sinnvolle Frage. Welche der beiden Karten kannst du mit dem Effekt von Riesenratte durch Spezialbeschwörung auf das Feld bringen? DD Kriegerin oder DD Krieger? DD Krieger. Welche Karte erlaubt dir, DD Angreifer aus deinem Deck deiner Hand hinzuzufügen? Verstärkung für die Armee. Was kannst du mit einem Monster auf dem Feld aufgrund des Effekts von schwarzglänzender Soldat Gesandter des Anfangs tun? Ich habe keine Ahnung, was er nochmal tut. Vermutlich zerstören? Nope, entfernt aus dem Spiel. Okay. Wie hoch ist die maximale Anzahl an Zauberzählmarken, die du auf schweigsamer Magier haben kannst? 5. Wenn das Duell beginnt. Was ist die Summe aus deiner LP und der LP deines Gegners? 57.300! Okay. Die war lustig. Wie viele Karten müssen mindestens in deinem Main Deck sein? 100 wäre lustig. Eieiei. Wo darfst du nicht die Anzahl der Karten deines Gegners überprüfen? Du kannst alles überprüfen! Wie lange kannst du ein Monster deines Gegners kontrollieren, wenn es mit Schnappstahl ausgerüstet ist? Permanent, solange es ausgerüstet ist. Ja. Punkt. Solange da kein deaktivierender Effekt liegt, ne? Wenn du den Effekt von Magieforscher aktivierst, welches Fusionsmonster kannst du dann nicht durch Spezialbeschwörung auf das Feld bringen? König Moki Moki? Heilige Johanna. Hm. Müsste ich den Effekt jetzt kennen, um das sinnvoll beantworten zu können. Die erste Frage fand ich schwachsinnig. Bei den anderen wusste ich es nicht. Ich glaube, ich weiß nicht mal mehr, was Frage 4 war. Fertig. Event. Nach dem Unterricht, natürlich. Können wir aufs Duellfeld gehen oder so? Klassenraum. Ist hier was? Was ist los? Gibt's zumindest ein Puzzle, das wir lösen können. Oh ja, wir haben ein neues Tutorial hinzugefügt. Oh ja, wir haben ein neues Rätsel hinzugefügt. Na, immerhin. Seizure Warning. Es gibt neue Rätsel. Oh, gibt sogar richtig was zu tun. Mächtige Krieger 2. Ich werde dieses Rätsel probieren, aber natürlich werde ich dieses Rätsel probieren. Slow down. Gewinne diesen Spielzug. 1500 gegen 2000. Eine Saku, ein Totenkopf Marienkäfer. Für deine Lifepoints um 1000, wenn diese Karte auf den Friedhof gelegt wird. Schweigsamer Schwertkämpfer, annulliere die Effekte von Zauberkarten deines Gegners, die diese Karte als Ziel bestimmen. Schwertkämpfer Level 5, diese Karte bleibt von jeglichen Effekten von Zauberkarten deines Gegners unberührt. Falls diese Karte erfolgreich die Lifepoints deines Gegners direkt angreift, lege während der Standby-Phase deines nächsten Spielzuges diese offene Karte auf den Friedhof, um eine Schweigsamer Schwertkämpfer Level 7 Karte als gut, das ist ja. Okay, wir haben letztes Angebot. Feuerprinzessin, die burnt 500. Totenkopf Marienkäfer, der 1000 bringt, wenn er auf den Friedhof geht. Granadora, das 1000 heilt, aber auch 2000 Schaden macht, wenn es auf den Friedhof geht. Ehrung der Verdammten und Guilford the Blitz. Als du diese Karte Attributbeschwörung beschwörst, indem du drei Monster Attribut anbietest, zerstöre alle Monster auf der Spielfeldseite deines Gegners.
müsste ja relativ straightforward sein. Ja, gut, dann holen wir mal offensichtlich die Feuerprinzessin zuerst. Denn unser Ziel ist es ja erstmal viel zu heilen, ne? Ja, dann letztes Angebot. Boah, ich hätte gern Granadora auf dem Feld. Aktiviere den Effekt. Ja, ja, komm. Hier, ketten wir mal letztes Angebot rein. Oh. Oh. Und dann hätten wir doch noch einen Totenkopf-Marienkäfer. Und jetzt brauchen wir erstmal ein paar Lebenspunkte zurück. Dankeschön. So. Und dann aktivieren wir letztes Angebot. Und holen uns den Totenkopf-Marienkäfer. So. Ja, und dann aktivieren wir letztes Angebot. So. Und dann haben wir hier Guilford, der Witz. So, so, so. Warte mal, das war eine dumme Entscheidung, oder? Dann kann man... Ah, Moment. Ha, ich glaube, ich habe uns gerade umgebracht. Ha. Ja, ja, ich bin mir relativ sicher, wir sind tot. Ja, plus 1000. Effekt, minus 500. Oder? Nee, doch, Moment. Ja. Ja. Nee, doch, passt alles. Never mind. Hopp. Da hinten liegt eine Sakura zur Rüstung. Ja, irgendwas habe ich hier übersehen. Guilford, der Blitz! Nee, nee, das war es definitiv nicht. Ja, ich hätte den Effekt nicht aktivieren dürfen, ne? Ich bin ziemlich sicher, das war's. Ich hätte den Effekt einfach nicht aktivieren dürfen. Also machen wir die ganzen Scherze nochmal. War ja so lustig. Feuerprinzessin, los! Letztes Angebot, los! Granadora! Oh, der Slowdown, nicht so schlimm wäre heute, ne? Dann würde dieses Rätsel noch eine halbe Stunde dauern, nochmal zu machen. Letztes Angebot, los! Oh, haben wir den Totenkopf-Marienkäfer. Angebot. Und der andere Totenkopf-Marienkäfer. So. Dann können wir den dann einfach für zwei Tributmonster beschwören.
zack. Nein, wir wollen nicht drei Monster abfallen. Ja, wir wollen aber schon unsere Totenkopf-Marienkäfer loswerden. Dann aktivieren wir da jetzt nämlich den Effekt. Und Feuerprinzessin. Wie weit bist du in der Story, als was war das letzte Event? Was war überhaupt das letzte Event? Das letzte Event war, glaube ich, dass Hasselberry die Insel verlassen hat und gesagt hat, er will sich irgendwann als Duellant einschreiben lassen. Und wir wissen, dass wir auf das Duell mit der Nordakademie warten. Halt das Schulduell. Also das nächste, was passieren müsste, wäre theoretisch das Duell mit der Nordakademie. So, dann greifen wir mit Granadora den schweigsamen Schwertkämpfer an und das war's. Ja, wenn er das gesackt hätte, was normalerweise Sinn gemacht hätte, hätten wir mit Guilford angreifen können. Ich schätze, er hat es nicht gesackt, weil Guilford geskriptet sackt. Ja, korrekt. Das war ja überhaupt nicht lang. Können wir eine Rätselpause erstmal wieder machen nach diesem Rätsel, das ich zweimal machen musste? Dankeschön. Schön zu wissen, dass wir auf Rätsel zurückgreifen können, wenn ich möchte. Danke. Sehr erfreut, dass du so frei am Studieren bist. Ja, du mich auch. Und tschüss. Na gut, ich würde sagen, wir machen noch heute den Tag zu Ende. Irgendwas in der generellen Umgebung? Ist niemand da. Na sowas. Irgendjemand Eastside. Laufen wir mal zu einem NPC, der hier so rumrennt. Eastside ist so, immer relativ selten von mir abgegrast, weil hier irgendwie nie was ist. Also in ganz, ganz seltenen Fällen. Wo ist er denn? Ach, und es ist Jasmine. Nein, danke. Da ist jemand unbekannt. Das ist wahrscheinlich von Däne. Nein, es ist Bria. Ja. Komm mal langsam zu, doch ein wirklicher Duellant zu werden. Okay, auf geht's. Aber tatsächlich doch noch ein Duell mit Brier. Duell starten. Ich habe die DD-Krieger kurz vor zwei Morgen den Hauptmänner gehalten und wollte mich kurz freuen. Dann habe ich gesehen, ach, sind doch nur DD-Krieger. Dann fangen wir nochmal mit dem Ritter an und ja. Ach, jetzt geht das wieder los. Das ist der Typ mit dem Walddeck, wo Wald die absolute Schlüsselkarte ist und das Deck total immer macht. Aktiviert Wald und spielt dann eine von drei Karten wahrscheinlich in seinem gesamten Deck, die nicht von Wald profitiert. Herzlichen Glühstrumpf. Und auch noch ein Effektmonster, das nicht von Herz unterlegen profitiert. Was ist los mit dir, Bria? Ich mache mir Sorgen um deine Gesundheit, wenn ich solche Züge sehe. Ja, weg mit dem Viech. Oh, und direkter Angriff, 2000 Schaden. Ja, gucken, ob er noch vorhat, sich zu wehren oder ob es das jetzt schon so gut wie war. Da hätten wir ein Alligators Schwert, der ist nicht gefährlich. Rasender Kampfochse, oh mein Gott! Ja, okay. Profitiert von Wald, theoretisch Durchschlag, gar nicht mal so übel, aber ist gerade leicht outmatched, der Freund. Ja, dann holen wir uns mal einen DD-Krieger raus. Hast du doch. Warum sollte ich das nicht tun? Feinkontrolle. Hui! Da war schon der Krieger. Wenn er stattdessen einen rasenden Kampfochsen besitzen kann.
So, gegnerische Ritter. Ja. Und da ist der Brie auch schon kaputt. 5 Züge. Mhm. Langes Duell. Ja, ja, du gewinnst. Schöner Schnellabschussbonus und so. Brierstampfen immer lustig, ist auch nur 94 Punkte wert. Zugegebenermaßen haben deutlich stärkere Gegner sich genauso viel gewährt wie er. Arrgh, ich werde stärker werden. Mhm. Versuchst du einzureden, Brier. Du schaffst das, ich glaube nicht. Ja, weiter in die... ein Duellgeist. Endlich, nach langer Zeit mal wieder. Und tatsächlich sogar der Duellgeist, den ich wirklich gerne mal rekrutieren würde. Der haftende Sprengstoff. Einer der wenigen Duellgeister hier, wo ich tatsächlich sagen würde, ja, oh, da würde ich sogar noch in mein Deck reintun. Einfach nur, damit wir mal diese blöden Duellgeister-Punkte sammeln. Ja. Helios, du Megius in der ersten... Aber du hast keine Verdecken... Was? Aber du hast noch nichts aus dem Spiel entfernt. Großartiger Zug, KI. Großartiger Zug. Ja, Helios, du Megius. Mit null Angriff und null Verteidigung. Wie gefährlich. Tschüss. Da ist er wieder. Ah, er hat tatsächlich was zum Opfern dafür. Jetzt hat er 9 Helios Duo gespielt oder was? Ich bin gespannt. Kann nichts Gutes bei rumkommen. Ich glaube nicht, dass ich das aus dem Spiel entfernen will. Das ist bestimmt irgendwas, das jetzt irgendwie so null Verteidigungspunkte hat, was da liegt. Nein! Oh! Ein goldener Homunculus. Das hat tatsächlich 1500 Verteidigungspunkte. Huiuiuiuiuiui. Ich bin nicht beeindruckt. Was konnte das Viech nochmal? Höhe die ATK und Def dieser Karte um 300 Punkte für jeder aus seiner aus dem Spiel entfernen kann. Mhm. Mhm. Hat sich voll gelohnt, den zu spielen. Joa, Mr. MST. Geh mal raus da. Joa, da liegt eine neue verdeckte Karte, die kann ich nicht einschätzen, von daher, mach mal weg. Okay. Scheint momentan nur Mist da hinten zu liegen. Dann holen wir uns einfach unseren dritten Angreifer im Bunde. Und tun genau das. Nadelwurm. Oh nein, nicht meine Deckkarten. Ich mache mir so große Sorgen darum, dass er uns millen könnte. Unterweltler-Komiker, wer spielt denn sowas? Wer spielt denn sowas? Ich sag komisch, ich schmeiß mich weg. Er hat seine Deckkarten abwerfen müssen, weil er dunkle Unterweltler-Komiker verloren hat. Sein Glückwunsch. Nope, in Face. Schwerter. Mir egal, wenn das 4000 Lebenspunkte kostet. Weg mit den Schwertern. Da hab ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Ich warte doch jetzt keine 3 Runden, um den Typen da zu besiegen. Und jetzt rein da. Mechanischer Jäger. Eine Sprengstoff muss fallen. Und Elfenzwillinge. Ja, du gewinnst. Bob, bob, bob. Ist auch ganz 130 Punkte wert.
haftende Sprengstoff, ja, wird zumindest als stark eingestuft. Ich meine, wenn er ordentlich Karten entfernen kann, dann schätze ich mal, ist er auch gar nicht so schlecht, aber naja, Punkt, 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 ne? Und tschüss, haftender Sprengstoff, schön, dass du da warst. Ja, gucken wir einfach nochmal. Ist niemand da, ich werde zu einer neuen Zeit wiederkommen. Mhm, üblich. Abend ist noch nicht ganz vorbei, wir schauen mal, ob noch irgendwo... Vielleicht ein Geist, wahrscheinlich eher Crawler unterwegs ist. Oder auch Banner. Wow, aus einer Zeit zum Haus zu gehen. Ja. Ja. Gut, ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Wir speichern mal wieder an dieser Stelle und dann sehen wir uns im nächsten Stream wieder. Wo hoffentlich mal wieder irgendwas passieren wird. Aber ich bin da momentan, ja... nicht guter Dinge, dass wir nicht erstmal ein komplett neues Level erreichen müssen. Das heißt, es sind noch gute 14 Duelle, die wir farmen müssen beim nächsten Mal, um irgendwas passieren zu lassen. Also, yay. Ciao, ciao.